Kila, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Slender the Arrival. Ja, ich konnte leider erstens die Stelle bis hierhin nochmal spielen. Das heißt, ich durfte auch wieder in den Keller rein. Das habe ich mir jetzt aber ehrlich gesagt ein bisschen einfach gemacht. Ich habe nämlich einfach die Kopfhörer ausgezogen und habe dann nichts gehört, bin einfach schnell rein und hatte noch das Glück, dass der Kanister direkt am Anfang stand. Zweitens, wie ihr sehen könnt, ist jetzt leider kein Tag mehr. Das heißt, ich muss eine Abendaufnahmesession machen, was ich eigentlich meistens mache. Ich habe es mir jetzt so hell wie möglich im Zimmer gemacht, ohne dass ich hier total die Strahler anmachen musste. Und jetzt, schauen wir mal. Also ich habe mir überlegt, vielleicht war es gar keine so gute Idee, dieses Spielzeug in der Kapelle einzusammeln. Denn das hat wohl irgendetwas oder jemanden auf den Plan gerufen. Ja, das kennen wir ja jetzt schon. Ja. Also auf jeden Fall wurde der gute CR von Slenderman dann auch besucht. Das Spielzeug liegt immer noch hier. Jetzt schauen wir uns zuerst mal das Bild an. Walter Matthiessen. May the angels guide you home. Also mögen die Engel dich nach Hause begleiten. Ein kleiner Junge. Ich weiß auch immer noch nicht, was uns da eigentlich getötet hat. Denn ich habe es nur gehört und war dann so in Schockstarre, dass ich mich überhaupt nicht mehr bewegen konnte. Aber ich habe das dumme Gefühl, wir müssen das einsammeln. Gut, jetzt schauen wir mal, ob hier noch irgendwas ist. Ja, aber was sollen wir denn da tun? Sollen wir dann hier die Türen vielleicht benutzen? So, okay. Ich hoffe einfach mal, dass die Tür jetzt aufgeht, wenn wir das hier einsammeln. Nee, der kommt von der Tür. Okay, alles klar. Können wir eigentlich zoomen? Die Tür ist, glaube ich, wieder zu. Was auch immer das war, wir haben es wieder eingesperrt. Also es war mal gut, dass wir zumindest geschaut haben, wie dieses Gebäude aufgebaut ist. So konnten wir uns nämlich jetzt einen Fluchtweg bauen. Aber cool ist das nicht gerade. Ich habe mir vorgenommen, zwei Parts aufzunehmen. Mal sehen. Mal sehen. Und das Geschrei hören wir einfach immer noch. Ich glaube, der ist gerade abgehauen. Es hat sich angehört, als wenn... Aber ich glaube, er kommt nicht hier hoch. Okay, wir sehen jetzt hier wieder tausende Zeichnungen. Diese Chemikalien auch. Verzweiflung. Das steht hier tatsächlich auf Deutsch. Ja, die Deutschen wieder. Die waren wieder die Bösen hier. Ich sehe schon, wo das hinausläuft. Hope. Und ein durchgestrichener Slenderman. Ja, das gehe ich stark davon aus, dass kein Slenderman Hoffnung bedeutet. Hier ist noch was. Liebstes Tagebuch. Patricia ist immer noch nicht nach Hause gekommen.
Mutter besteht darauf, dass sie weggerannt ist, um Wildblumen sammeln zu gehen. Aber ich weiß, das ist nicht wahr. Es war dieser Mann, dieses Ding, von dem Großmutter von dem Großmutter immer erzählt. Ich glaube nicht, dass sie böse ist. Ich habe den Mann selbst gesehen. Er beobachtet uns, wenn wir spielen. Patty ist zu ihm hin. Ich weiß es. Wenn nur Mutter zuhören würde. Ich frage mich, wann sie wieder nach Hause kommt. Rosie. Und daneben die Kapelle, eine Blume und Slender. Nur, ich will da nicht mehr runter. Aber es ist mehr oder weniger dasselbe, wie es immer war. Vielleicht morgen. Maggie, der 2. Juni 1905. Vater lässt uns wieder beten heute Nacht. Das bringt doch gar nichts. Es ist so unnötig wie nichts, glaube ich. Bothersome oder sowas. Ich kann diese Schrift fast gar nicht richtig lesen. Und ich wette, dass Patty und Walt weggerannt sind von diesem blöden alten Ort. Und ich bin nicht mal sauer auf sie, deswegen. Großmutter und Rose bestehen darauf, dass ein fremder Mann sie mitgenommen hat. Bin ich denn der Einzige, der irgendwas hier behält? Wahrscheinlich die Nerven. Vielleicht sollte ich auch wegrennen. Maggie, 9. Juni 1905. Also irgendwas hat's mit dieser Familie Matheson auf jeden Fall auf sich. Charlie. Ist hier irgendwo an den Wänden auch noch was? Hier, oder? Ein Kreis. Das war doch eben nicht da. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Oh Gott, wenn dieses Vieh hier ankommt. Liebste Frieda. Obwohl mein Herz immer noch schmerzt wegen deiner vermissten Kinder, fürchte ich um deine Gesundheit, meine liebe Schwester. Du darfst deinen Verstand nicht mit solchen Sachen belasten. Mit solchen bösartigen Erzählungen aus deiner Jugend belasten, so. Du weißt genauso gut wie ich, dass diese Geschichten uns dazu bringen sollten, uns gut zu benehmen. Wenn Mutter nur wüsste, was diese blöden Legenden dir antun. Aber ich hab keine Recollection, keine Kopie von der, die du erwähnt hast. War sie von einer von Mutters Büchern, die du mitgenommen hast? Ich wünschte, ich wäre bei dir. Jetzt, wo du mich brauchst. Mehr als hier meine Tage alleine abzusitzen. Ich wünsche dir alles Gute, einen Ozean weg, einen Ozean weit weg. Meine Gedanken und meine Gebete sollen dich erreichen, Franziska. Okay, wir haben jetzt hier oben einiges an Zeug gefunden. Komm, sag. Nein, irgendwie fühle ich mich hier so ein bisschen sicher. Ich weiß nicht warum. Wir sind jetzt wieder im Matheson-Haus, oder? Ist das. Oh. Oh.
weiß nicht, wo ich bin. Und er rennt nicht. Gott, ja, gut. Okay. Erinnerung Nummer 1. Hat das jetzt gespeichert? Ich hoffe sehr. Hier ist Erinnerung Nummer 2. Oh, nee, oder? Alle Türen und Fenster im Haus schließen. Das Fenster geht, das Fenster ist schon zu. Wir sind in Kates, doch Kates Haus. Das Fenster ist zu. Ach, ist ja schön, dass es auch noch gewittert. Oh Gott. Da war er. Ist egal. Ich sollte ja noch die Türen zumachen. Aber bezieht sich das auch auf die Türen im Haus? Ich weiß es gar nicht. Ich sehe ehrlich gesagt gar nicht richtig, welche Fenster hier offen sind. Die sind ja immer so halb offen, diese Türen. Machen wir am liebsten erstmal die Haustür vielleicht zu. Ja, jetzt habe ich natürlich. Fight in your room. Gut, okay. Dann mach doch mal die Tür auf. Wo war denn unser Room? Die Türen sind irgendwie wieder offen da oben. War das jetzt Teil der Story oder? Ja. Okay, jetzt haben wir mal wieder gespeichert und sind wieder Lauren. Can you see it? Gut, okay. Das lässt aber eigentlich nur vermuten, dass Kate von Slenderman erwischt wurde. Es sieht jedenfalls stark danach aus. Ich habe jetzt auch nachgeguckt. Uns haben, glaube ich, noch vier Episoden gefehlt. Allerdings wurde dieser Weg hierher wurde als eine Episode gezählt. Das Haus musste weg. Es kann mich nicht mehr beschützen. Aber diese Nachrichten sind ja, glaube ich, von ihr. Also vielleicht hat sie, aber sah jetzt wirklich nicht so aus, als hätte sie das geschafft. Da oben kommt der Sendemast immer näher. Also ich renne tatsächlich, aber berghoch. Ich kann es nicht lesen. Wenn wir zoomen konnten, dann weiß ich nicht mehr, wie das ging. Müssen wir hier überhaupt lang? Ich glaube nicht. Nee, wir müssen so dazu dieser zu diesem zu dieser Schrift. Beginning. Beginning gefällt mir nicht. Von da sind wir gekommen, also müssen wir jetzt hier wieder runter, oder was? Also ich muss sagen, das Spiel macht mir eine Heidenangst. Gerade der letzte Part mit diesem Keller war auch noch genau das, wovor ich eigentlich am meisten Angst habe, denn
dieses Licht an und auf einmal steht da jemand. Das kann ich überhaupt nicht haben. Ja, Leute, wir sind doch hierher gekommen. Wir sind doch hierher gekommen. Ich möchte eigentlich irgendwie zu dem Sendemast. Das war ja jetzt hier eine also keine Sackgasse, aber da sind wir nur im Kreis gelaufen. Vielleicht können wir hier hoch. Nee. Sieht nicht so aus. Ist das jetzt ein Rätsel mit diesem Beginning? Weil wir sozusagen jetzt dadurch, dass wir dann da im Kreis laufen, einen Neuanfang damit starten? Jetzt rennt's irgendwie wieder nicht. Ich weiß es nicht. Wenn ihr jetzt auch noch mit Rätseln anfangt, dann gebe ich aber gleich wirklich auf. Ich kann nicht auch noch Rätsel lösen, wenn ich mir in die Hose mache. Kann es sein, dass die Taschenlampe ständig irgendwie so ein bisschen unscharf wird? Oder ist das, weil ich jetzt hier so renne? Ich laufe jetzt halt doch nochmal runter. Aber irgendwie ist jetzt auch die Musik und sämtliche Geräusche sind weg. Ich erschrecke vor unseren eigenen Schritten schon wieder. Nein, also das ist definitiv nicht richtig. Irgendeinen Weg habe ich jetzt übersehen. Vielleicht mal hier. Nee, da fallen wir hier in die Tiefe, das bringt nichts. Und da hing ja auch eine Notiz. Das war also schon richtig. Wir müssen irgendwas mit diesem Schriftzug hier machen. Oder muss ich andersrum laufen? Muss ich an dieser Kritzelei zuerst rum vorbeilaufen? Weil das Beginning sozusagen darstellt? Also so rum? Das ist jetzt das Einzige, was mir dazu einfällt. Hat sich jetzt hier was verändert? Irgendwie nicht, oder? Nee. Ach, da. Da ist irgendwas. Die historische Mine. gebaut 1895. Das untere kann ich irgendwie nicht richtig lesen. Closed. 1918? Oh nein, ich will nicht schon wieder in die Mine. Boah. Steht irgendwas. Kiste. Triff mich an der Straße bei meinem Haus in einer Stunde. Ich habe eine Liste von Sachen dagelassen, die du mitbringen sollst. Lass alles zurück. Ich erkläre dir alles, sobald ich dich sehe. Ich weiß, wie man das alles beenden kann. Sagt Lauren nichts darüber. CR. Aha, also Kate und CR standen ja in jedem Fall im Kontakt. Und warum sollten sie uns nichts davon erzählen? Hier ist Flat to. Nee, need to end this. Haha. Oh Gott. Haha, klingt nicht gut. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid für alles. Das ist nicht deine Schuld. Ich habe das gemacht. Wenn du das hier liest, ist es schon zu spät für dich. Lass ihn nicht in noch mehr Leben hinein. Das ist alles meine Schuld. Das kann mit dir enden. Ich lass ihn hinein. Warum habe ich ihn jemals hineingelassen?
Es tut mir leid, dass ich dir diese Bürde auflaste. Ich wünschte, dass das alles nur mich betreffen würde. Das kann nicht so weitergehen. Bitte, das alles muss mit dir enden. Ich wünschte, es gäbe einen anderen Weg. Es muss enden. Gott vergib mir. Die meinen ja aber nicht uns, oder? Die meinen ja nicht, dass das mit uns enden soll. Was überhaupt? Und wie? Ich mag da nicht durch. Da können wir nämlich nur geradeaus laufen. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Oh Gott. Feuer? Oh, scheiße. Ja, und jetzt? Da geht's wieder in die Mine rein, kann das sein? Das ist hier eingestürzt. Ach komm, der kommt jetzt hier rein, oder? Das war doof von uns, hier reinzugehen. So, und jetzt? Schon mal klar, dass wir das Feuer nicht berühren dürfen. Aber irgendwie tue ich es trotzdem berühren. Vielleicht da hoch. Da steht da. Oh, da können wir aber nicht durch. Aua, aua. Aber da ist jetzt überall Leute. Und jetzt haben wir aber noch hier, dass wir uns hier die Flutschen überall verbrennen. Flutsche ist übrigens Hand. Also ich habe als einzigen Orientierungspunkt dieses Dings, und das haben wir ja auch auf den Zeichnungen überall gesehen, also halte ich es jetzt für eine gute Idee, da hinzugehen. Komm schon. Da können wir aber nicht durch. Jetzt vielleicht? Nee, auch nicht. Wir können da einfach nicht durch. Hier, so vielleicht? Nee. Ja, da musst du jetzt hier mal... Nee, keine Ahnung, wo ich... Ja. Das ist schwierig. Ja, wir versuchen es natürlich nochmal. Ist ja jetzt so ein ähnliches Teil wie bei dem 8 Pages Abschnitt. Aber das machen wir erst im nächsten Part. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dann. Ciao.